Ich glaube, hier waren wir schon. Das sieht aus, als hätten wir das schon leer geräumt. Da ist ein Speicherpunkt. Ach so, natürlich. Rein in den Wagen. Krankenstation. Ich frag mich, was die mit Nebenzielen meinen. Da steht Nebenziel, aber ich habe noch nie ein Nebenziel gesehen. Was bitte ist ein Nebenziel? Also ich weiß, was ein Nebenziel ist, aber ich habe noch nie eins gesehen in dem Spiel. Krankenstation ist hinter mir zugegangen. Hallo? Oh, ein schlechtes Gefühl. Endlich. Sie sind hier sicher. Ich bin Arzt. Ist Nicole Brennan bei Ihnen? Sie suchen also keinen Schutz. Nein, deine Mutter, Alter. Dr. Brennan ist gerade beschäftigt. Soll ich dich hinführen? Ja, bitte. Oder Sie öffnen diese Türen und ich suche sie selbst. Freigabe bestimmt nicht. Vielleicht kommt etwas rein. Scheiße. Aha. Sie wollen also Schwierigkeiten machen. Nehmen Sie Platz. Ich kümmere mich gleich um Sie. Ich habe ein schlechtes Gefühl mit dem Typen. Ein mieses Brodeln in mir drin. Er kümmert sich gleich um mich. Was will er denn machen? Oh, das war eins. Das war die zwei. Bitte stören Sie meine anderen Patienten nicht. Was ist das? Natürlich. Ich stehe so kurz davor, den letzten noch fehlenden Faktor zu finden. Ein Ornithologe würde das verstehen. Warum gibt es eigentlich immer so komische Psychopathen? Das kann ja nicht normal sein. Immer.
Hallo, warum triffst du nicht? Hallo. Wie hartnäckig diese Viecher halt auch einfach sind. Irgendwie ein komisches Gefühl bei dem Viech. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Hallo Patty! Du solltest wahrscheinlich auf Twitch gehen, weil in TikTok ist heute, also TikTok ist heute voll Hurensohn-mäßig. Außer die, die schon da sind, vielen Dank an die, die tatsächlich immer noch zuschauen in TikTok. Aber TikTok ist heute wirklich, da müsste er fast eine Beschwerde schreiben. 1004 Aufrufe. Ich bin seit über 5 Stunden da. Also unfairer geht's ja gar nicht. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich hin muss. Ach, da lang. Ja, mach das mal. Deine werte Sister ist auch drüben. Oh, ihr nervt's. Alter, hau doch ab! Dein Bett ist bequem. Ah, Stase. Könnte ich ja mal verwenden. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Meine ich, keine Sorge. Forschung natürlich. Ich stehe so kurz davor, den letzten noch fehlenden Faktor zu finden. Ein Ornithologe würde das verstehen. Viech, Alter. Frage ist, was bist denn du? Au! Aufzug. Wo muss ich hin? Da hoch, dann gehe ich erst da rein. Ah, gute Entscheidung, da reinzugehen. Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt. Medipack, Medipack. Ich habe ein Medipack, Medipack. Eine Bank.
Habe ich denn überhaupt Knoten? Ja, einen, sehr gut. Das ist Level 3, das ist aber nicht viel. So, Gesundheit. So. Ups, das war dumm. Moment, aber muss er was gebracht haben, oder nicht? Warte mal da drüben. Ist jetzt eine Tür offen, die vorher nicht offen war, oder? Sprechzimmer. Was, die ist... Die Paddy ist nicht betrunken! Oh, ist ja langweilig. Hä? Arscht der mich? Da hinten. Oh oh. Ah! Da kommt was, da kommt was. Lass mich nicht. Geh halt einfach vorwärts. Oh, Isaac, du bist manchmal wirklich. Zum Aufräumen. Zum letzten Mal. Holen Sie
Ja, ich habe angerufen. Dreimal. Mein Patient kollabiert. Jetzt hören Sie auf zu rauchen und helfen Sie mir. Freigabe bestätigt. Yay. Was ist das? Strahlenmunition. Ah, okay. Oh, Knoten, sehr, sehr gut. Brauchen wir zur Werkbank. Hä, war hier nicht. Na so, nee, Moment, stopp. Halt, hier lang. Knoten. Na, wenn jetzt nicht dann eine Werkbank kommt, dann weine ich aber. Ach so, hier war ich ja vorhin schon. Alter, Andi, vielen, 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 vielen lieben Dank für das Abo. Ich küsse dein Herz, deine Augen und auch hin und wieder dein Anus. Ja, vielen lieben Dank. Der Andi hat jetzt die ganze Zeit zugeschaut, nicht viel gesagt, das stört mich gar nicht. Und auf einmal klatscht er mir ein Abo raus. Nicer Typ. Vielen lieben Dank, voll nett. Überlebende kommen bitte zu uns. Ja, ich bin doch überlebend und ich bin hier. Aber das ist eine Falle. Das hat der Doktor gemacht, damit wir hier... Hallo? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Schöpfweite Überbrückung der Übertragung. Ja, voll lieb von dir, ohne Spaß. Weiß ich echt zu schätzen. Isaac. Was? Wo ist meine Maus da? Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice Mercer. Was hat der denn für eine krasse Stase? Warum der Marker nicht. Dankeschön. Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelt. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Übrigens, Andi, du kannst mir auch auf Twitch und YouTube folgen. YouTube findest du alles. Was du verpasst hast an Livestreams hier, kannst du auf YouTube nochmal nachgucken. Lade ich da immer hoch. Das Zünglein an der Waage. Also Outlast kann ich dir sehr empfehlen, war lustig. Habe ich viel Angst gehabt mit viel Hupu in meinem Popo drin.
So, ich glaube, da kommt ein Viech und das, glaube ich, mag mich nicht. Stirb! Wächst halt einfach nach! Daniels, öffne das Chemielabor! Was? Tu es einfach! Bin dabei! Es ist offen, los! Lauf doch! Oh, dass der immer nicht läuft! Oh, der kommt mir hinterher. Bin ich jetzt schon wieder in eine scheiß Sackgasse gelaufen, Alter! Wo muss ich denn hin? Entkomme der Kreatur. Natürlich. Alter! Oho. Isaac, die Codeübertragung. Es war ein Trick von einem verdammten Unitologen. Dr. Mercer. Er hat die Station verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott. Alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Das muss das von Mercer sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber... Ich freue mich auch auf den dritten Teil, ehrlich gesagt. Scheiße, ich bin wieder fast tot, ey. Ist hier nicht ein Shop gewesen irgendwo mal? Ja, da. Ah! Ich sollte mir mal merken, dass ich mehr Stase verwende. Ich mache das viel zu selten, weil ich immer vergesse, dass er das kann. Ich mache das viel zu selten. Ah, du bist so dumm, Isaac. Also manchmal... Ich bin noch wach. Dankeschön, voll lieb, Andy. Bruder, der hat mich einfach eingeholt. Jan ist weg. Ganz einfach.
Wie in der Scheißschule, ich trenne euch beide einfach. So läuft es dann. Dann hast du keinen Grund mehr, mit ihm hier rumzunerven. Wenn du es jetzt immer noch nicht verstanden hast, dann bist du jetzt auch gleich weg. Abo hin oder her, ist mir egal. Wobei du gar kein Abo hast, weil sonst würde das da stehen, dass du ein Abo hast. Der David ist auch da. Hallo David. Jetzt um die Uhrzeit kommt ihr alle rein. Halt, ich gehe doch in die völlig falsche Richtung, ich Idiot. Jetzt habe ich wieder keinen Stase verwendet. Mann. Warst du wieder arbeiten, oder was? Gott, du bist so ein Arbeitstier, ist unglaublich. Hä? Achso, ich bin falsch gelaufen, deswegen. Dennis ist auch da. Nicht sehr klug, Mr. Clark. Mein Jäger mag sich regenerieren. Aber so etwas nimmt er persönlich. Da lagen doch so Sägeblätter am Boden rum. Die will ich haben. Da. Lauf, alter Mann! Oh, ich stehe schon wieder so unter Stress. Sind die hartnäckig, ey. Bleib doch nicht immer hängen, Bruder! Hau doch ab, Mann! Oh, du bist so dumm! Dieses ewige irgendwo hängen bleiben! Wo ist denn da nochmal so ein hier? Eieieiei. Das war jetzt gar nicht so gedacht, aber cool. Oh, brenne! Ach so, nein, das ist der, der sich regeneriert, gell? Scheiße, ich bin so dumm. Da kann ich lange auf den schießen. Nimm das! Nimm das! Oh, du bist... Ah! Dieser Vollidiot! Danke für die Rose.
Mach halt die Scheißtür auf! Freigabe bestätigt. Was ist das? Moment, ich glaube, das ist was Tolles. Mach auf. Mach halt auf. Ist das nicht dieser Cutter? Strahlenkanone. Cutter mit breitem Strahl mit lasergeschützten Überwachungsladungen. Das klingt toll. Das nehme ich. Laserfalle primär voll. So, gib mir gleich noch Munition dazu. Tomaten habe ich halt auch einfach keine mehr. Ich muss kurz. Was? Das soll ich in den Chat eingeben? Hast du das gegoogelt oder was? /mod SX. Wieso hast du auch so einen scheiß Namen? Den kann man auch nicht schreiben. Unbekannter Befehl. / Mod. Ach so. Leerzeichen wahrscheinlich. Ist jetzt was passiert? Ich weiß es nicht. Sehe ich das jetzt irgendwo?